Ich möchte ein Telegramm aufgeben. Grace, stopp. Bist du noch wach? Stopp. Du bist so eine hübsche Doktor-Lady. Sie halten das wirklich für eine gute Idee? Das ist wundervoll. Das Zusammenspiel von der Uhrzeit und ihrer Trunkenheit erlaubt eine Kommunikation mit unglaublicher Offenheit. Gut erkannt. Ich werde es Alkogramm nennen. Niemand wird je bereuen, eins verschickt zu haben. Fragen Sie danach, was sie trägt. Was trägst du gerade? Stopp. Pumphosen? Das war heiß. Stopp. Küchen, Alter. Ich wette, du siehst in allen Dingen gut aus. Wundervoll. Sie sind absolut sicher, dass ich das morgen nicht bereue? Und ob Sie das bereuen? Watson, vielleicht möchte Ihre Majestät etwas Tee. Oh, aber natürlich. Mr. Holmes, das Empire ist auf Sie angewiesen. Entschuldigung. Euer Majestät, dürfte ich eine Fotografie haben, auf der wir beide sind? Aber wer schießt denn die Fotografie? Oh nein, ich schieße die Fotografie. Es ist eine Form von Selbstfotografie. Ich schieße sie und bin gleichzeitig Teil ich davon. Ich finde, dass man am attraktivsten auf Fotografien ist, wenn man die Lippen stülpt und aussieht wie ein kleines, pelziges Schnabeltier. Schnabeltierface. Genug. Hey. Hey. Hey, Girl. Also vielleicht sollten wir ans Fenster gehen, da ist das Licht viel besser. Grandiose Idee. Oh. Oh. Majestät, Majestät. Eure Majestät, darf ich Ihnen den größten Detektiv aller Zeiten vorstellen? Sherlock Holmes und Dr. John Watson. Ich liebe Sie. Watson? Oh. Was für ein Schuss, oder? Sie ist der Hammer in Person. Ein Mord im Buckingham Palace. Lösen Sie diesen Fall in 4 Tagen oder ich töte die Königin. Unterschrieben Professor James Moriarty. Wir müssen einen Mörder fangen. Seht, wer wieder mitspielt. Das Königreich verlässt sich auf Sie. Eure Majestät, dürfen wir ein Foto zusammen machen? Wer macht denn das Foto? Das mache ich. Im Grunde genommen ist es eine Selbstfotografie. Hey, Girl! Hey, Girl!